Vielen Dank, es ist klasse, hier sein zu dürfen. Ist mir eine große Ehre. Und, das nicht. Oder die andere, aber das ist okay. Wie Frau Weppes bereits sagte, ich hatte die Chance, relativ früh in Silicon Valley einzutauchen und habe relativ viel Kram mit künstlicher Intelligenz zu tun gehabt in den letzten paar Jahren. Und habe Ihnen zu dem Thema heute drei Geschichten aus meiner Arbeit mitgebracht, die das Thema heute hoffentlich ein bisschen aus der Perspektive Verantwortung erläutern werden. Die erste Geschichte ist die von David. David ist wie einer von 40 Jungen Autist. Und eine Sache, die ihm sehr Probleme macht, sind Gesichter. Gefühle und Mimik aus Gesichtern zu entziffern, ist eine Sache, die wir eigentlich, wir gehen einfach davon aus, dass man das kann. Und David muss sowas lernen. Und Davids Familie hat ihre ganz eigene Verhaltenstherapie dafür entwickelt. Jeden Abend, wenn sie vor dem Spiegel stehen, kommen die Geschwister alle zusammen und ziehen Grimassen und Schauspielern Gesichtsausdrücke. Und David ist derjenige, der sie dann erkennen muss. Aus meiner Sicht ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie Emotionserkennung gelernt werden kann. Aber die Realität für viele Kinder in der Verhaltenstherapie sieht ganz anders aus, wenn immer noch Karteikarten primär benutzt, das heißt glücklich, traurig, auswendig lernen. Und das entfernt vom realen Leben. Und wir haben uns die Frage gestellt, ob wir eine Applikation entwickeln könnten, die jede Lernerfahrung wieder ähnlicher der von Davids macht. Und das war zu genau so dem Zeitpunkt, als wir die Emotionserkennungssoftware entwickelt haben, als Google Glass gerade rauskam. Und die Idee war tatsächlich, eine App zu bauen in meinem ersten Startup Sension, und das wurde dann zu einem Stanford-Projekt, die ihnen quasi direkt anzeigt, mit einer Smart Glasses, die sie aufsetzen, ihnen direkt in ihrem Sichtfeld anzeigt, wie sich ihr Gegenüber fühlt. Was dahinter läuft, ist Emotionserkennungstechnologie. Das heißt, wir haben einen Face-Tracker, den hier mein Kollege Nick demonstriert, der bis zu 100 Punkte im Gesicht trackt, basierend darauf Merkmale extrahiert und dann einen Machine-Learning-Algorithmus, der die klassifiziert und uns dann sagt, ob jemand glücklich, traurig und so weiter ist. Unser Ziel ist es dabei, keine Prothese zu bauen, sondern wirklich eine Therapiehilfe, also etwas, was eine Familie in die Hand nehmen kann und basierend darauf ihre eigene Heimtherapie quasi aufbauen kann. Und um nur einen Aspekt davon zu zeigen, das ist die App, mit der die Brille gesteuert wird. Und was wir hier machen können, unter anderem ist, wir können verschiedene Spiele starten. Aber wenn Sie sich überlegen, wenn Sie einen Tag lang Emotionen erkennen, dann kennen Sie ja den Moment, wo Papa glücklich war oder wo Papa sauer war, und wir haben ein Interface gebaut, mit dem Sie das quasi mit dem Kind nochmal durchgehen können und hier dieser Moment markiert wird, Sie dahin zurückspringen können und fragen können, okay, was ist hier eigentlich gut gelaufen, was ist schief gelaufen. Wir haben das Ganze, wie gesagt, an der Stanford Med School aufgezogen und in drei klinischen Studien erprobt. Das ist die erste Phase, in der wir die Kinder noch diesen lustigen Eye-Tracker gegeben haben, um festzustellen, ob und wie sie die Brille überhaupt benutzen. Das heißt, die erste Phase war eine kleine Laborstudie mit knapp 40 Kindern, davon 23 Autisten. Die hat uns letztendlich erzählt, dass ja, sie tragen die Brille und sie lieben sie. Ne? Also die Kids haben die ihre Superhero-Glasses genannt und wir fanden das natürlich super, und das ist jetzt unser Branding. Dann haben wir eine Studie zu Hause gemacht, 14 Kinder, und das Design für den Heimgebrauch optimiert, indem sich die Kids signifikant auf der sogenannten Social Responsiveness Scale verbessert haben. Und jetzt haben wir gerade eben eine dritte Phase, kontrollierte Studie abgeschlossen, mit aus unserer Sicht ganz, ganz guten Ergebnissen. Und das ist jetzt im Prozess, über einen Lizenzdeal hoffentlich tatsächlich zu einem Medizinprodukt zu werden, das dann irgendwann mal von den Krankenkassen bezahlt wird. Das ist die Idee. Die Zahlen können Sie in den Papers nachlesen, aber was das vielleicht ganz gut zum Ausdruck bringt, ich habe Ihnen einen Teil einer E-Mail mitgebracht, die uns eine Mutter geschickt hat, am zweiten Tag der zweiten Studie. Und sie sagt, und es ist schon etwas sehr Dramatisches aufgefallen. Mein Sohn schaut mich tatsächlich an, wenn er durch die Brille mit mir redet. Und das hat auch ohne die Brille sein Sprachtherapeut gestern bemerkt. Es ist, als wäre ein Schalter umgelegt. Danke, mein Sohn schaut in mein Gesicht.
Und ich muss sagen, das hat uns sehr glücklich gemacht und auch ein bisschen stolz. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen sagen würde, dass dieselbe Technologie, die wir für das Autism Glass Project entwickelt haben, ein paar Jahre vorher vor allen Dingen Geheimdienstinteresse entweckt hat? Als wir das mit Zenshin aufgezogen haben, kam InQtel, der Venture-Arm der NSA, unter anderem auf uns zu. Da ist zum Glück nichts daraus geworden. Aber Fakt ist, dass die zentrale kommerzielle Anwendung für Emotionserkennungstechnologie natürlich in der Werbeindustrie liegt. Na, das heißt, Affectiva baut sehr erfolgreich eine Plattform, in der wir ihre Emotionen analysieren können, im Moment noch mit Einwilligung der Nutzer, während sie sich Werbung anschauen. Als ich meine Idee mit dem Autism Glass Projekt zum ersten Mal in Deutschland präsentiert hatte, kann ich noch erinnern, dass meine Perspektive zu dem Thema war, naja, wir können der Technologie ja nur Gutes entgegensetzen, genau das will ich machen. Und das hat damals das Cicero Magazin mit dem Statement zum Datenschutz sagt er, macht euch mal locker, zusammengefasst. Und da kommen wir dann drauf zurück, aber erstmal die zweite Geschichte. Die zweite Geschichte folgte, nachdem ich mein Studium in Stanford abgeschlossen habe, habe ich mich entschieden, erstmal so 9 Monate lang Pause zu machen, ein bisschen rumzureisen und war unter anderem in Kenia unterwegs, eine ganze Weile lang, habe dort mitunter Machine Learning Workshops unterrichtet und solche Sachen gemacht. Und wenn man da rumreist, stellt man fest, dass es knapp 2 Milliarden Menschen auf der Welt gibt, die ganz anders aufgewachsen sind als wir und ihre eigenen Probleme haben und ihre eigenen Unternehmer haben. Und einer von denen ist Herr Mwangi. Er hat einen kleinen Laden im Kayole-Stadtteil von Nairobi. Dort nennen sie die Dukas. Und Herr Mwangis Laden funktioniert genau so, wie der von seinem Großvater auch schon funktionierte. Das heißt, er kauft Produkte von einem Großhändler, verkauft die dann in kleinsten Mengen für Bargeld. Und wenn überhaupt irgendwo was aufgeschrieben oder notiert wird, dann in der Regel in einem Notizbuch. Und das bringt einige Probleme mit sich. Ne? Herr Mwangis Laden ist in erster Linie unsichtbar über den lokalen Kontext hinaus, hat überhaupt keine digitale Anbindung. Er hat keinen Zugang zum digitalen Finanzmarkt oder zum globalen Finanzmarkt. Dadurch, dass er keinen Transaktionsnachweis hat, ist er letztendlich kreditunwürdig. Das heißt, obwohl er eigentlich ein sehr, sehr gutes Geschäft hat mit relativ soliden Umsätzen und ganz guten Margen eigentlich, hatte keinen Nachweis dafür. Und damit fehlt ihm jede Menge Einfluss. Er ist am unteren Ende der Wertschöpfungskette und er hat auch keine Business-Tools, die ihm irgendwie Zugang zu einer effizienten Planung bieten würden. Und genau das versuchen wir mit Duka Connect zu ändern. Wir bauen eine KI-Plattform, die letztendlich basierend auf dem Android-Handy, was mittlerweile alle kenianischen Shopkeeper haben, diese Welt der Dukas an den digitalen Finanzmarkt anschließt. Und wir fangen an damit, mithilfe von künstlicher Intelligenz ein Kassensystem zu bauen. Das ist unser erstes Produkt. Und unsere Vision dahinter ist quasi durch diese KI und durch diese Anwendung das weltgrößte Netzwerk dieser Connected Dukas zu schaffen und sie zur Kreditwürdigkeit zu bringen. Wir sind nicht die Ersten, die diese Kreditlücke im kenianischen Markt erkannt haben. Und es gibt einige, die darauf zurückgekommen sind. Und ich glaube, auch bei diesem Thema gibt es gewisse Probleme. Um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, ein anderes Unternehmen, das ich nicht weiter nennen würde, hat sich die Frage gestellt, wie man die Kreditlücke vielleicht mit anderen Metadaten lösen könnte. Und ich gebe Ihnen jetzt einmal ein sehr, sehr einfaches Beispiel und sage, okay, was wäre, wenn wir jetzt diese Transaktionsdaten nicht haben, vielleicht können wir dann irgendwie die SMS-Historie und die mobilen Bezahldaten und sozialen Netzwerke und so weiter benutzen. In Afrika bezahlt fast jeder mit seinem Handy übrigens. Ne? Das heißt, ich gebe Ihnen hier das Beispiel. Wir haben hier einen Algorithmus, der mit 90%iger Genauigkeit Kreditwürdigkeit voraussagt. Und ich sage, okay, wir benutzen SMS-Historie, mobile Bezahldaten, soziale Netzwerke und die Religion. Und spätestens bei Religion sollten Sie Stopp sagen. Dann sage ich, oh, okay, wir dürfen natürlich nicht auf Basis von der religiösen Ausrichtung hier jemanden ausgrenzen. Und
nehmen wir mal an, es gibt ein Gesetz, das sagt, okay, Religion ist als Inputfaktor hier absolut nicht zulässig. Dann sage ich Ihnen als Machine Learning Engineer überhaupt kein Problem, denn wenn ich die anderen Faktoren hier betrachte und einen Algorithmus habe, der nicht lineare Zusammenhänge gut genug ausdrücken kann, wie zum Beispiel ein neuronales Netzwerk, kann ich aus den anderen Faktoren sehr wahrscheinlich mit 90%iger Genauigkeit Ihre Religion produzieren. Ne? Also, und somit hat sich eigentlich nichts getan. Das heißt, es ist nicht so einfach mit der Regulierung dieser Algorithmen. Und Gott sei Dank haben wir zu dem Thema mittlerweile etwas schlauere Gesetze, aber sie werden noch nicht wirklich umgesetzt. Und wenn Sie mehr dazu lesen wollen, gibt es einen Deutschen in Berkeley, Moritz Hart, der sehr, sehr gute Arbeit dazu präsentiert hat. Und damit sind wir bei der dritten Geschichte, um das Thema noch ein bisschen genauer aufzugreifen. Und das ist die Geschichte von Eric Loomis, der 2003 im Bundesstaat Wisconsin von der Polizei verhaftet wurde, weil er ein Auto fuhr, das in eine Schießerei verwickelt wurde, in einer Schießerei verwickelt war und dafür zu 6 Jahren Haft verurteilt wurde, präventiv. Und der Richter sagte damals mitunter, begründete sein Argument für diese hohe Haftstrafe mitunter damit, dass Eric Loomis ein sehr, sehr hohes Risiko für die Gesellschaft darstelle. Und wie kam der Richter zu diesem Schluss? Mithilfe eines statistischen Risikobeurteilungstools namens Compass. Das ist eine kommerzielle Software, die in den USA eingesetzt wird und die die Wahrscheinlichkeit eines Folgedeliktes von einem potenziellen Straftäter beurteilen soll, anhand von verschiedenen nicht öffentlich zugänglichen Inputfaktoren. Dieser Compass-Algorithmus ist keine Ausnahme. Es gibt mittlerweile 20 solche Tools in den USA, die immer wieder verwendet werden. Und viele von ihnen sind zumindest nachweislich, man könnte sagen, rassistisch. Nach einer Analyse von ProPublica, die vor knapp 1,5 Jahren rauskam, ist der Compass-Algorithmus, ist es in dem Compass-Algorithmus als Afroamerikaner fast doppelt so wahrscheinlich, dass sie als ein hohes Risiko eingestuft werden, aber eigentlich kein Folgedelikt begehen, als verglichen mit einem weißen Amerikaner. Und damit trägt dieser Algorithmus und die gesellschaftliche Veränderung, die daraus sich ergibt, zu einem relativ großen Problem in den USA bei. Und nämlich von dem Problem der Überfüllung der Gefängnisse. Das ist die Statistik von 1925 bis 2014. USA ist das Land mit 5% der Weltbevölkerung und 20% der Weltgefangeneninsassen. Und so sieht das dann praktisch aus. Ne? Und wir haben uns jetzt die Frage gestellt, was wäre, wenn wir das Ganze umdrehen können und künstliche Intelligenz dafür benutzen könnten, um dieses Problem anzugehen und die Überfüllung der Gefängnisse zu versuchen zu lösen. Wenn Sie in den USA hinter Gitter kommen, haben Sie in der Regel in Ihrem ersten Jahr Ihr erstes Bewährungsgespräch. Und diese Bewährungsgespräche sind zumindest in Kalifornien komplett aufgezeichnet und werden als PDF, sind öffentlich zugängliche PDF-Dokumente. Die sehen etwa so aus, da wird nochmal der komplette Fall erläutert und dann alles diskutiert und dann irgendwann eine Entscheidung getroffen und in dem Fall Bewährung abgelehnt, 3 Jahre. Das heißt, was wir haben, ist einen großen Stapel über 50.000 dieser PDF-Dokumente von annotierten Bewährungsgesprächen letztendlich. Ein kleiner Teil davon ist von Hand annotiert. Und was wir jetzt machen können, ist einen Algorithmus bzw. eine Pipeline zu bauen, die Merkmale automatisch extrahiert. Zum Beispiel mit einem Tool, das unter anderem neuronale Netzwerke benutzt, wie Snorkel. Auf der anderen Seite haben wir dann die 50.000 Entscheidungen. Das heißt, wir wissen für jedes Gespräch, wie ist es tatsächlich gelaufen, was hat der Insasse dann bekommen. Und was wir dann aufsetzen können, ist eine multivariate Verteilung, in der wir letztendlich herausfinden können, auf wen hier diese eigenen Regeln inkonsistent angewendet wurden. Ja, also wir können anfangen, die Frage zu stellen, wer sitzt fest und sollte eigentlich schon längst ausgewiesen sein. Und wir können
Repräsentation lernen, die diese Voreingenommenheit, die wir Algorithmen wie Kompass unterstellen, systematisch modellieren. Okay, drei Geschichten, drei Technologien, sechs sehr verschiedene Anwendungen. Ja, dieselbe Technologie, die in der Werbeindustrie dem gläsernen Verbraucher in die Seele schaut, kann benutzt werden, um autistischen Kindern Emotionserkennung beizubringen. Die Machine Learning in der Finanz, im Finanzsektor in Kenia bietet wahnsinnige Chancen, kann aber auch gleichzeitig sehr, sehr ausgrenzend sein und ist sehr, sehr schwer zu regulieren. Und die Anwendung von künstlicher Intelligenz in der US-Justiz ist zum einen hochproblematisch und das kann das Problem verschlimmern und verschlechtern, aber gleichzeitig kann die Datenauswertung von denen, die eben jetzt schon sitzen, auch dazu führen, dass wir dieses Problem ja in einem gewissen Maße anfangen können zu beseitigen. Was machen wir jetzt daraus? Ich habe irgendwann im Silicon Valley in meiner Zeit dort lernen müssen, dass nicht jede Idee, die die Welt verändert, automatisch gut ist. Und ich glaube trotzdem, dass wir die Anwendung von künstlicher Intelligenz nur sehr, sehr schwer kontrollieren können. Und dass eigentlich das Einzige, was wir wirklich machen können, ist, ihr Positives entgegenzusetzen und dabei den Menschen nicht vergessen. Und mein Mentor, mit dem ich lange Zeit und auch immer noch mich einmal die Woche treffe, in Stanford zusammenarbeite, Terry Winograd, mitunter Gründer der Organisation von Informatikern für soziale Verantwortung. Und immer wenn Terry und ich darüber reden, dann kommen wir eigentlich sehr, sehr oft zu demselben Schluss. Und dieser Schluss ist, dass wir Technologie nicht nur durch Regulierung, ja, dass wir diese Problematik der Anwendung von Technologie nicht nur durch Regulierung lösen können, sondern dass das Einzige, was wir wirklich machen können, ist im konstanten Austausch mit der Gesellschaft und mit dem Nutzer zu sein. Mit Nutzer meine ich all die Leute, die von dem Code, den ich heute schreibe, morgen und übermorgen betroffen sind. Und das Beste, was wir eigentlich machen können, ist uns immer wieder in Foren zu bewegen, indem wir uns mit diesen Leuten, die wir tatsächlich, ja, für die wir die Gesellschaft verändern, unterhalten. Und genau das, hoffe ich, machen wir heute Abend. Und damit freue ich mich auf einen spannenden Austausch. Vielen, vielen Dank.